Wie Menschen denken und leben, so bauen und wohnen sie. Im Einfamilienhaus, im Altbau, in der Platte oder ultramodern wie hier in der Ausstellung des Designers Werner Eislinger. Wie genau sehen denn Ihre Zukunftsvisionen aus, was das Wohnen betrifft? Es sind weniger, sagen wir mal, raumschiffartige, Science-Fiction-artige Szenarios, sondern eher lebensnahe Konstrukte, die, sagen wir mal, den Alltag auch beeinflussen und wie die Küche, die Ernährung. Und das sind einfach Dinge, die, sagen wir mal, auch die Natur und Nachhaltigkeit ins Leben bringen. Zufällig sind wir übrigens auch auf eine Stadtforscherin gestoßen. Wie findest du eigentlich diesen Loft-Cube, den man hier hinter uns sehen kann? Ich bin selber Architektin. Ich finde ihn ästhetisch sehr ansprechend. Und sicherlich kann man mit der wunderbaren Aussicht sich sofort vorstellen, auf diesem Bett aufzuwachen. Aber ich denke, er beantwortet nur einen Teil der Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wenn wir über Wohnen nachdenken. Und sicherlich kann man über Design und über neue Materialien, über neue Energielösungen im Haushalt nachdenken. Aber es geht auch darum zu sagen, wie leben und wohnen wir alle miteinander und wie muss Wohnen und miteinander wohnen in verschiedenen Lebensaltern, in verschiedenen sozialen Schichten zukünftig gemischt organisiert sein. Mit dem Thema Wohnen beschäftigen sich aber nicht nur Architekten oder Stadtplaner. Wie arbeitet beim Film eigentlich ein Location Scout? Und was genau hat es mit schrumpfenden Städten auf sich? Das und vieles mehr gibt es im Mai bei uns auf fluter.de. Also klickt euch rein.